Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Weitwinkel. Bei uns wird es heute politisch, um genau zu sein, kommunalpolitisch. Wir wollen euch nämlich zeigen, welche Beweggründe Leute haben, um Lokalpolitik zu machen, aber auch auf der anderen Seite überhaupt erstmal zeigen, wie lokale Politik überhaupt funktioniert. Es ist ja für viele Leute so, dass sie den Einstieg in die Kommunalpolitik finden, indem sie sich in den Jugendorganisationen bestimmter Parteien organisieren. Und wie die Aktionen von denen aussehen, das zeigen wir euch im folgenden Beitrag. Warum ist es wichtig, dass sich besonders junge Menschen politisch engagieren? In Münster sind verschiedenste politische Jugendorganisationen vertreten und wir stellen euch heute zwei von ihnen vor. Aus diesem Grund haben wir uns mit Dietrich Aden von der Jungen Union und Max Siegmann von der SDS Die Linke getroffen. Ich engagiere mich bei der Jungen Union, weil es mir wichtig ist, für die Anliegen unserer jungen Generation sich einzusetzen, dafür zu kämpfen. Sei es das Thema Breitband, digitaler Ausbau, sei es aber auch, was ich ein sehr wichtiges Thema für unsere Generation finde, dass uns keine Schulden hinterlassen werden, dass eine Politik gemacht wird, die generationenübergreifend ist. Und ich war Anfang 20, wo ich irgendwie beschlossen habe, ich will nicht immer herummeckern, ich will nicht immer mich beschweren, dass die Politik so oder so falsch ist oder dass Politiker was Falsches sagen, sondern ich wollte das Blatt irgendwie selbst in die Hand nehmen und selbst Akzente setzen. Es ist wichtig, dass sich alle Menschen politisch engagieren, aber vor allem junge Leute, weil wir wirklich sehr viel Einfluss darauf nehmen können, wie wir später leben wollen. Sei es der Wohlstand, sei es das Thema Sicherheit, sei es die Frage, wie es unseren Kindern gehen soll, welchen Arbeit wir später nachgehen wollen, wie die Zugverbindungen sein sollen. Also alles, was wir heute entscheiden, was die Politik heute entscheidet, das wird morgen und übermorgen unser Leben sein. Und insofern ist es wichtig, dass sich gerade die junge Generation einsetzt, damit wir die Zukunft gestalten können. Für uns in Münster ist sehr wichtig das Thema bezahlbarer Wohnraum. Wir brauchen auch eine gute Anbindung an die Außenstadtteile. Und ein weiteres wichtiges Thema ist, das merkt jeder, wenn man mit der Regionalbahn nach Münster einfährt, das Netz ist hier wirklich schlecht. Man kann nicht mal Spiegel Online, nicht mal seine E-Mails abchecken. Wir haben einen schlechten Breitbandausbau und das ist ein Thema, wofür uns wir sehr einsetzen. Es gibt zwei Maßnahmen, die sehr wirksam sind. Die eine Maßnahme ist, an die Öffentlichkeit zu gehen, in Form einer Pressemitteilung. Wir wenden uns häufig an die Zeitung. Wir freuen uns auch sehr, dass sie häufig gedruckt wird. Das führt dazu, dass die politischen Akteure, nicht nur unsere eigene Partei, sondern auch viele andere Akteure, sich mit unserer Position auseinandersetzen. Wir gehen auch an die Öffentlichkeit, indem wir Menschen ansprechen. Wir haben eine Umfrage gestartet, Mein Münster 2030. Wir sind auf die Menschen zugegangen und haben gefragt, wie stellen Sie sich Ihr Leben 2030 vor? Und natürlich wirken wir in unsere Partei ein, in die CDU, die ja auch im Rat vertreten ist, die also unmittelbar ja die Politik hier verändern kann. Und wir versuchen durch Anträge, durch Überzeugungsarbeit, die Ratspolitiker zu überzeugen, unsere Position umzusetzen oder jedenfalls nachzuvollziehen. Der Austausch könnte besser sein. Es gibt ja den Begriff der Facebook-Blase. Es besteht die Gefahr, dass man immer in seiner eigenen politischen Blase bleibt und gar nicht mitbekommt, was die Ideen der anderen Jugendorganisationen sind. Und der Austausch, selbst wenn es Parteien und Jugendorganisationen sind, deren Meinung wir nicht teilen, ist sehr, sehr wichtig, um auch die eigenen Argumente und die eigene Argumentation zu schärfen. Ich war schon relativ früh der Meinung, dass die politische Situation in Deutschland nicht so ist, wie ich sie gerne hätte, und habe mich über viele Dinge aufgeregt. Und beim SDS bin ich dann relativ spontan gelandet nach einer Aktion, wo ich danach zu einem Treffen gegangen und habe dann festgestellt, das ist eine Gruppe, mit denen ich erstens viel Spaß haben kann, aber auch zweitens meine politische Einstellung halbwegs gut zusammenkriege und mit denen ich, glaube ich, auch was erreichen kann politisch. Also ganz praktisch ist es so, dass für junge Menschen die politischen Entscheidungen die langfristigsten Folgen haben werden. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie noch in der Schule bin oder so und zwar noch nicht wählen kann, aber politische Entscheidungen zum Klimawandel getroffen werden, muss ich damit mich dann die nächsten 60, 70 Jahre rumschlagen, während wenn ich Rentner bin, da relativ wenig Probleme mit habe. Deswegen ist es, umso jünger man ist, umso wichtiger, politisch aktiv zu sein, aber generell hat das jetzt keine Altersgrenze.
Speziell in Münster ist gerade für junge Menschen, vor allen Dingen für Studierende, die hier neu hinkommen, Wohnraum ein total spannender Bereich, da die Mieten hier absurd in die Höhe steigen. Praktisch bei der Wohnungspolitik ist es als Jugendverband relativ schwierig zu agieren. Da solidarisieren wir uns mit zum Beispiel den Hausbesetzern, die es hier in Münster gab. Was den Rassismus angeht, sind wir sehr aktiv, sowohl was in Münster als auch was das Umland angeht, Anti-AfD oder Anti-Nazi-Demos zu unterstützen. Oder jetzt, wie relativ aktuell, in der Schule in Gievenbeck, da zusammen mit den Schülern und aber auch zivilen Kräften auszuarbeiten, wie man verhindern kann, dass die AfD auftritt oder wie man deren Wirkkraft so weit wie möglich einschränkt. Also in den Abwehrkämpfen, was zum Beispiel gegen die AfD, sind wir für Bündnisse zu haben. Wenn es jetzt um antikapitalistische Projekte geht, sind die meisten Jugendparteien da in ihrer Analyse eher gegen uns und dementsprechend kein klassischer Koalitionspartner. Politik funktioniert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel auf internationaler Ebene, wie letztlich das G20-Treffen in Hamburg oder auch die Zusammenarbeit innerhalb der EU. Aber da wir heute über die kommunale, also die kleinste Ebene reden, sollte es auch darum gehen, euch erstmal zu erklären, wie Kommunalpolitik funktioniert. Und dies zeigt euch unsere Animation. Im Postkasten findet Kirsten eine Karte. Wahlbenachrichtigung für die kommende Kommunalwahl. Kirsten fragt sich, schon wieder wählen? Habe ich das nicht gerade erst gemacht? Es ist wahr, wir werden schon ziemlich häufig an die Wahlurnen gebeten, aber selbstverständlich geht es dabei immer um sehr unterschiedliche Sachen. Bei der Kommunalwahl wird über die Kommunalpolitik entschieden. Doch was unterscheidet die Kommunalpolitik von der anderen Politik? Nun, der Begriff Kommune kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Gemeinschaft. Auf die Politik bezogen bedeutet das, dass Entscheidungen hier für einzelne Ortschaften, Landkreise und Städte getroffen werden und die Bevölkerung unmittelbar betreffen. Neben der Ebene des Bundes und der Bundesländer ist die Kommune nämlich die dritte Ebene, auf der in Deutschland Politik gemacht wird. Wonach getrennt wird, welche dieser Ebenen für welche Politik zuständig ist, legt das Prinzip der Subsidiarität fest. Das besagt, den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Was man vor Ort entscheiden kann, soll also nicht von höherer Ebene entschieden werden. Kommunalpolitik hat demnach direkte Auswirkungen auf das, was vor der eigenen Haustür passiert, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich unter anderem Schulen, Bürgersteige und Radwege, die Müllabfuhr, die Feuerwehr, Grünflächen und kulturelle Einrichtungen. Sprich, über alles, was die Lebensqualität der Bevölkerung betrifft, entscheidet die Kommunalpolitik. Daneben haben Kommunen aber auch Pflichtaufgaben mit keinerlei Spielraum, wie zum Beispiel das Ausstellen von Ausweisen. Diese Aufgaben müssen erledigt werden, egal wie man seine Kommunalpolitik ansonsten auch ausgestalten will. Und wer macht diese Politik nun genau? Da wäre zunächst der Bürgermeister. Er oder sie leitet die Kommune und vertritt ihre Interessen auf der Ebene des Bundeslandes. Der Gemeinderat oder Stadtrat kontrolliert den Bürgermeister, ähnlich wie im Parlament. Er hat als Hauptorgan der kommunalen Selbstverwaltung das letzte Wort und wird in Kommunalwahlen gewählt. Die Gemeinde- oder Stadtverwaltung schließlich setzt die Beschlüsse des Gemeinde- oder Stadtrats um. Kirsten hat jedenfalls kapiert, wie wichtig Kommunalpolitik sein kann. Und da ihr das Schlagloch in ihrer Straße schon lange ein Dorn im Auge ist, will sie diesmal auch wirklich wählen gehen. Aber Moment, ist an dem Tag nicht Auswärtsspiel? Das hier ist Markus Lewe, der Oberbürgermeister der Stadt Münster, den wahrscheinlich die meisten unter euch kennen. Jeder Stadtteil hat auch seinen eigenen Bezirksbürgermeister, den wir, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich nicht wirklich kennen. Doch wir haben uns mit einem von ihm getroffen und ihn gefragt, welche Aufgaben er hat und welche Funktion er eigentlich hat. Hallo, ich bin Jakob. Bei diesem schönen Wetter haben wir uns mal nach draußen gesetzt für unser Interview. Ich habe als Gast heute Stefan Brinktrine, den Bezirksbürgermeister von Münster-West. Und er kann uns vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, was so ein Bezirksbürgermeister überhaupt macht. Schön, dass Sie sich zur Verfügung stellen. Gerne. Bitte stellen Sie sich doch einmal kurz selber vor. Ja, mein Name ist Stefan Brinktrine.
Ich bin 44 Jahre alt und bin seit circa 20 Jahren Kommunalpolitiker. Und seit dem Juni 2014 bin ich Bezirksbürgermeister für die westlichen Stadtteile unserer Stadt. Ruxel, Albachten, Mecklenbeck, Nienberge, Häger, Gievenbeck. Genau. Kann man das denn hauptamtlich machen? Also es klingt ja jetzt gerade schon ziemlich wichtig. Verdienen Sie dabei was? Sind Sie den ganzen Tag damit beschäftigt? Ich könnte den ganzen Tag damit beschäftigt sein, bin ich oft auch. Ja. Trotzdem habe ich noch einen richtigen Beruf, mit dem ich mein Geld verdiene. Okay. Und mein Chef hat es mir Gott sei Dank ermöglicht, dieses Ehrenamt auszuüben, wo man auch mal vormittags Termine wahrnehmen muss, wo man früher nachmittags mal los muss. Was macht man denn inhaltlich als Bezirksbürgermeister so? Also die Hauptaufgabe eines Bezirksbürgermeisters, da wo er eigentlich am meisten wahrgenommen wird, sind die Sitzungen der Bezirksvertretung zu leiten. Mhm. Das tut man in Vertretung des Oberbürgermeisters, der ja die Ratssitzungen leitet, mhm, und das Pendant für die Bezirksvertretung, die nochmal unterhalb der Räte angesiedelt ist. Dann habe ich noch qua Gesetz viele andere Aufgaben, die ich zu erfüllen habe. Wenn neue Baugebiete entstehen, muss ich Bürgerinformationen durchführen. Man ist auf vielfältigen Jubiläen eingeladen. Mhm. Man kümmert sich um die hohen Geburtstage und die runden Ehejubiläen. Also so ein bisschen repräsentative Aufgaben, aber auch Ansprechpartner für die Bevölkerung. Ist in erster Linie Ansprechpartner. Also, in erster Linie. Wenn ich in Nienberge an der Fleischtheke stehe, dann sind die ersten drei Themen schon abgehandelt. wo ich sie schon mal gerade hier stehen sehe, kann ich sie mal gerade fragen. Ja. Was natürlich dazugehört, was ich auch gerne tue. Das ist halt der Vorteil, der Oberbürgermeister, es kann halt nicht überall immer sein. Bezirksbürgermeister gibt es 6 Stück in Münster, mhm, die sind dann auch schon eher greifbar. Jetzt, wenn ich mal konkret ein Problem habe oder eine Frage habe, ob man jetzt nicht irgendwie baulich was in meinem Viertel ändern kann oder sowas. Wie kann ich das an Sie rantragen? Sie haben es gerade gesagt, an der Fleischtheke meinetwegen. Aber wie geht das Thema dann weiter? Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel? Ja, kann ich gerade nennen. Das hatte gestern ein gutes Ende genommen. Mhm. Eine Großmutter aus Ruxel, die auf dem Spielplatz ihre Kinder betreut, ihre Enkelkinder betreut und sagt, ein Spielgerät, das ist relativ gefährlich für meine Enkelkinder, da steht gar keine Bank, da muss ich immer daneben stehen. Und da stehen so viele Bänke an der Stelle, wo man gar nichts einsehen muss, könnt ihr nicht eine Bank umsetzen. Mhm. Dann stellt man sich das immer so leicht vor, dann fragt man die beteiligten Ämter, das hat die Dame auch getan. Und da hat die gesagt, ja, wenn sie 1.000 Euro haben, können wir neue Fundamente gießen, dann können wir alles umbauen und dann ist das okay. 1.000 Euro hat die Großmutter natürlich nicht gehabt und hat sich dann an mich gewandt, beziehungsweise an die 4. Bezirksverwaltung, gibt in jedem Bezirk eine Verwaltungsstelle. In der letzten Sitzung der Bezirksvertretung haben wir dann einstimmig beschlossen, dass wir diese 1.000 Euro zur Verfügung stellen. Mhm. Und gerade gestern hat der zuständige Mitarbeiter des Grünflächenamtes gesagt, dass er die Arbeiten nächste Woche in Angriff nimmt. Mhm. Und dann steht nächste Woche die Bank da, wo sie stehen soll und wo die Bürgerinnen und Bürger die dann gebrauchen können. Wie ist dann so innerhalb der Bezirksvertretung die Zusammenarbeit? Also die Bezirksvertretung setzt sich aus verschiedenen Parteien zum Beispiel zusammen. Sie sind Sozialdemokrat. Wie funktioniert da so auf ganz lokaler Ebene dann so die Zusammenarbeit? Muss ich mir da die politischen Ränkespiele genauso vorstellen wie auf anderen Ebenen? Oder funktioniert das da eher etwas pragmatischer, möchte ich sagen? Es ist sachorientierter, ja? Es ist pragmatischer. Es gibt die Scharmützel, natürlich. Mhm. Das ist nicht immer harmonisch, das muss ja auch so sein. Es gibt einen politischen Wettbewerb. Mhm. Je näher so ein Wahltermin mal rückt, desto hektischer wird es vielleicht mal. Ja. Aber im Normalfall, ich sag mal, 90% aller Entscheidungen sind einstimmig. Und jetzt als Bezirksbürgermeister, wie lange kann man das machen? Ich bin ganz ehrlich, seit 1975 gibt es diese Bezirksvertretungen in NRW. Und wir im Westen hatten bislang immer die Konstellation, dass die CDU den Bezirksbürgermeister gestellt hat oder die Bezirksbürgermeisterin. Meine Vorgängerin war Frau Westrup. Und deswegen hat auch eigentlich jeder damit gerechnet, dass die Wahlen wieder so ausgehen, wie sie jedes Mal ausgehen. Diesmal war es was anderes, deswegen war von uns keiner so wirklich vorbereitet. Okay. Ich hatte mir da nicht wirklich Gedanken drum gemacht, dass also wie das die Jungfrau mal zum Kind gekommen, ne? So sieht das aus. Okay. Hatte ehrlich gesagt anfangs meine Manschetten, weil ich dachte, möchtest du jeden Morgen bei
einer älteren Dame, einem älteren Herrn zum 95. Geburtstag gratulieren? Ja. Ist das deine Erfüllung? Hast du dir Politik so vorgestellt? Erste so die Erkenntnis, persönlichen Abwägungen, erste die man Erkenntnis dann treffen muss. War, es ist absolut nicht so. Ja. Zweite Erkenntnis, an den letzten 90. Geburtstag, den ich in einem Altenheim in Gevenbeck gefeiert habe, habe ich immer noch die besten Erinnerungen, sind die schönsten Termine. Und alles andere, was drumherum ist, ist einfach eine super spannende Geschichte. Ich würde es jederzeit wieder machen. Mhm. Wie lange man das körperlich, psychisch alles durchsteht und den hauptamtlichen Job, mit dem man sein Geld verdient, die Familie und alles andere drumherum miteinander vereinbaren kann, das kann ich auch gar nicht sagen. Es ist manchmal schwierig, aber ja, das ist so phasenweise. Jetzt gibt es die Sommerpause, dann hat man wieder 6 bis 8 Wochen ein bisschen Ruhe und dann hat man wieder Kraft, um dann wieder die nächsten stressigen Zeiten vielleicht auch ein bisschen besser zu überstehen. Dann wünsche ich Ihnen bei diesen nächsten stressigen Zeiten eine glückliche Hand und bedanke mich für das Interview. Dankeschön. Danke, Herr Brinktrine. Katharina ist seit der Kommunalwahl vor 3 Jahren das jüngste Mitglied im Rat der Stadt Münster. Wie ihr vorhin in der Animation gesehen habt, also dem Stadtparlament. Als Ratsfrau ist sie in mehreren Ausschüssen vertreten und ist auch auf lokaler Ebene natürlich in viele politische Themen involviert. Wir wollten von ihr gerne wissen, warum man sich dazu entscheidet, so früh in die Politik zu gehen und haben auch nach ihren Beweggründen gefragt, sich politisch zu engagieren. Katharina Könke, 23 Jahre, sitzt im Rat der Stadt Münster. Die junge Ratsfrau engagiert sich seit ihrem 15. Lebensjahr politisch und möchte einiges in Münster verändern. Doch wie kam es dazu, in so jungen Jahren sich politisch zu engagieren? Dann war 2009 irgendwie für mich zum einen die Chance, in den Jugendrat zu gehen oder mich für den Jugendrat aufstellen zu lassen. Und dann bin ich glücklicherweise damals auch gewählt worden. Und zum anderen kam dann aber irgendwie kurz danach die Bundestagswahl, wo ich mit dem Ergebnis absolut unzufrieden war, wo ich mir aber vorher schon einige Parteien auch angeguckt hatte, in vielen Strukturen auch unterwegs war. Und ja, das war dann so für mich dann auch so, ja, der Grund dann vielleicht einzutreten in die SPD und bei den Jusos aktiv zu werden. Wir gehen heute zu einem Termin der Jusos. Politisch Bildung nennt sich die Veranstaltung. Und es geht um den Akademisierungswahn heute Abend. Das ist ein Teil unserer innerparteilichen politischen Meinungsbildung. Der Politisch ist ein wichtiger Bestandteil der Jusos. Jeden Donnerstagabend wird über aktuell politische sowie auch innerparteiliche Themen diskutiert. Damit alle Teilnehmer auf dem gleichen Stand sind, werden in kleinen Gruppen Texte erarbeitet, die Grundlage für die anschließende Plenumsdiskussion bilden. Hat mit dem Recht auf Persönlichkeitsbildung durch Lernen. Ist Lernen vielleicht auch das Stichwort, also ne, jedem Menschen, jedem Individuum irgendwie die Chance zu geben, zu lernen und selber zu entscheiden. Als Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien, der sich beispielsweise mit dem Ausbau von Kitaplätzen beschäftigt, hat sie die Möglichkeit, die politische Realität zu verändern. Wie genau ihre Arbeit aussieht, hat sie uns erklärt. Zum einen habe ich einen Wahlkreis, also ich bin direkt gewählt für den Wahlkreis Körde. Und man hat ganz viele Kontakte vor Ort mit unterschiedlichen Trägern, mit freien Initiativen, also ganz viel Wahlkreisarbeit, klassische Kommunalpolitik. Und dann, wenn es um die Gremienarbeit geht, das ist dann irgendwie eine andere Baustelle, dann debattiert man natürlich erstmal inhaltlich. Doch was ist Katharinas ganz persönliches Anliegen? Ich finde, es ist durchaus wichtig, auch nicht nur innerhalb der Politik, sondern irgendwie bei allen Möglichkeiten, die man hat, dafür einzustehen, dass man eine solidarische Gesellschaft möchte, eine weltoffene Gesellschaft. Abmoderation. Oh. Also, das war's mit Weitwinkel. Ciao, bis zum nächsten Mal.